Partizipationsmotion für Ausländer beinhaltet ein Haus als transkulturelle Begegnungsort, wo sich Migranten alle Nationalitäten und auch Schweizer, die sich dort treffen können und austauschen. So diese Motion hat man als SP-Migrantinnen lanciert. Und die Idee ist aber gekommen von einem Treffen der Missione Cattolica im September mit allen Vereinen der Ausländer, wo ich dann alle Wünsche gesammelt habe. Unter anderem hat auch der Comitato degli Italiani all'Estero geholfen, weil ja in Neuenburg oder in Genf bereits ein Haus der Citoyenneté existiert, und wir möchten hier in Bern auch etwas ähnlich machen. Damit die Motion zum Stadtrat kommt, braucht es 200 gültige Unterschriften nur von Ausländern, die in der Stadt Bern registriert seit 3 Monaten sind, mit Ausweis C, B und F. Keine Doppelbürger dürfen unterschreiben und mindestens 18 Jahre alt sind. Und dann hoffen wir, dass das Staatsparlament das mal entgegennimmt. Das heißt, erstens mal der Ratssekretariat sollte die Unterschrift kontrollieren, und ab diesem Zeitpunkt dann Ratssekretariat das Okay gibt, wird dann zum Staatsparlament kommen, dann die Regierung soll den Auftrag entwickeln. Mitmachen kann man, wenn man auf der Seite der SP-Migrantinnen, also die Webseite der SP-Migrantinnen, geht, und dort hat man einen Link zu den Unterschriftbogen, wo man herunterladen kann, und jeder kann eigentlich mitmachen und ist willkommen beim Unterschriftsammeln.